Verehrte Zuschauer, vom Hessischen Rundfunk sehen Sie nun in Farbe die Sendung Zum Blauen Bock. Musik und Humor beim Ebelwoi. Willkommen beim Blauen Bock, der für viele Jahre beliebtesten Gastwirtschaft im deutschen Fernsehen. Man saß auf Bänken an Holztischen und dazu gab es Musik, Humor und Ebelwoi. Und viele Millionen Zuschauer waren zu Hause live dabei. 208 Mal hatte der Blaue Bock geöffnet. Eine der ganz großen Erfolgsgeschichten der ARD. Guten Tag, meine... Oh, ist das ein Publikum, gleich zu Beginn. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Hause am Bild. Wenn der Blaue Bock einlud, folgten alle, die Rang und Namen hatten. Meine Herrschaften vom Personal, alle mal um mich rum und herhören. Ja, also. Es haben sich nämlich während unserem Urlaub einige Veränderungen ergeben, die ich Ihnen gerne mal bekannt machen möchte. Ja. Als Anerkennung für Ihre Verdienste an unserem Lokal befördere ich Sie mit Wirkung vom heutigen Tag zum Geschäftsführer OP. Was? OP? Ja. Was heißt das? Ohne Pension oder? Na, auf Probe. 130 Mal Blauer Bock. Wir haben ein Jubiläum. Da haben wir gesagt, keine Feier ohne Steier. Das ist die richtige Stadt. Heute, genau auf den Tag, ist der 170. Blaue Bock. Wir haben gesagt, da gibt es nur eine Stadt für uns, Hadamar. 175 Mal Blauer Bock. Haben wir gesagt, Ehre, wem Ehre gebührt, gibt es nur eine Stadt, wo wir hingehen, nach Bürstadt. Es ist der 195. Blaue Bock, den wir heute haben. Wir gehen auf die 200 und wir haben gesagt, 195 ist ja auch schön. Den wollen wir in einer besonderen Stadt feiern und da fiel uns keine andere ein wie Rotenburg. Ja, herzlich willkommen zum 200. Blauen Bock, liebe Gäste hier in der wunderschönen Halle. Liebe Zuschauer zu Hause, wir freuen uns natürlich riesig. Wir haben so viel Post gekriegt. Und wir haben uns entschieden, nach Weilburg zu gehen, weil wir gesagt haben, wir wollen uns zu diesem Jubiläum eine Perle im Hessenland aussuchen. Und da sind Sie nun einmal in Weilburg. Es ist alles nur geliehen, hier auf dieser schönen Welt. Es ist alles nur geliehen, aller Reichtum, alles Geld. Es ist alles nur geliehen, jede Stunde voller Glück. Musst du eines Tages gehen, lässt du alles hier zurück. Kommen Sie. Was war? Gehen Sie nicht so weit, gucken Sie mal, was ich hier Schönes habe. Bitte, dann ja, gehe ich gleich wieder. Ja, kommen Sie, wieder. Da gehen Sie jetzt rein, halt der Rett. Nein, nicht schon wieder. Ich habe letztes Jahr erst eine Herr Karte. Schenk, ist jedes Jahr Tradition. Bittenrede, kommen Sie, gehen Sie, fangen Sie an. Eine Bittenrede. Also. Bin ich gegen Subventionen, tut kein Bauer mehr mich schonen. Alter, wenn die kleinsten Eier auf der Stelle für mich sehr teuer. Bin ich gegen Schwiegermütte, find mein eigenes das bitte. Bin ich aber mal dafür, bleibt sie 14 Jahre bei mir. Wenn sie so was Liebes hört, wie man es möchte. Heute ist Karneval, heute ist Karneval, ich kriege jetzt an der Platte. Da ist Sturm, ja, da wackelt das so frei. Heute ist Karneval, ich kriege jetzt an der Platte. Er ist mit Herz, er ist der Größte als der General. Am Arsch auf jedes Ort ist alles vorbei. Ich bin der Sonne, der Sonne.
schönes Haus sein, dann ist alles vorbei. Ja, hier wurde fröhlich mancher Bock geschossen. Das Medium Terzett in der letzten Folge des Blauen Bock aus der Festhalle Frankfurt. Ein wenig Wehmut war wohl bei allen dabei. Wird auch heute Abend dies Lokal geschlossen, wird es allen Gästen unvergesslich sein. Ich habe von mir aus die Zäsur gemacht, habe gesagt, genug, jetzt möchte ich gehen. Und da hat man auch Verständnis dafür gehabt, immer, wissen Sie, ich kann das, ich spüre das, jetzt ist genug. Ich weiß nicht, wie lange mir noch so viele schöne Dinge einfallen. Und da habe ich gedacht, abgehen im Höhepunkt und für einen anderen den Weg freimachen. Unerwartete Gäste in der letzten Sendung? Alle Bürgermeister der Orte, in denen der Blaue Bock zu Gast war, dankten mit einem Lied. Heinz Schenk wusste von nichts. Die Überraschung war gelungen. Ihr habt mich in eine Situation gebracht, die ich also in 21 Jahren nicht erlebt habe. Ich bin sprachlos. Mit diesen Bildern endet unser Rückblick auf einen der ganz großen Erfolge des deutschen Fernsehens. Der Blaue Bock. Ich möchte mich bedanken für eine schöne Zeit, um die sich Bilder ranken, voll Witz und Heiterkeit. Sie werden nun verwehen, auch hier für dies Lokal. Es gibt kein Wiedersehen, es heißt zum letzten Mal. Ja, hier wurde fröhlich mancher Bock geschossen. Bei Musik, Humor und Äppelwein wird auch heute Abend dies Lokal geschlossen, wird es allen Gästen unvergesslich sein.